Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Dualseelenprozess nächster Schritt. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Isanea, ich grüße dich, das ist dein Video und ich starte mit Astrologie nach indischen Berechnung. Du hast Aszendent Krebs nach dieser Berechnung. Und das bedeutet, du nimmst deine Welt mit Gefühlen wahr. Und du hast auch diese Feinfühligkeit, die richtigen Augenblicke im Leben zu erkennen, spüren, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Du weißt es auch intuitiv, wann ist das angebracht, aktiv zu sein, wann ist besser zurückhaltend sein. Weil das dein Aszendent ist, bedeutet auch, das ist deine Ausstrahlung, dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen und das ist sehr gefühlsvoll und mütterlich. In diesem Lebensbereich in Tierkreiszeichen Krebs bewegt sich zur Zeit Merkur. Und das sind Gespräche, Handlungen, es ist gerade einiges in Bewegung. Die zweiten Lebensbereiche sind die Werte, Wertschätzung, Besitz und auch Selbstwertgefühl, aber nicht nur das, sondern auch die Finanzen. Energetisch hängt das auch zusammen. Hier hast du die Löwe-Energie. Natürlich ist das sehr kraftvoll und du verdrehst das auch dieses Selbstbewusstsein und stehe zu diesem Werte und verlange von anderen Wertschätzung. Löwe liebt aber auch den Luxus und das wäre die Neigung, viel Geld ausgeben für schöne Dinge. Hier hast du in deinem Geburtshoroskop Mond und das hat einen Bezug zu deinem Unbewussten, auf deinen Gefühlen zeigt das. Und hier hast du auch Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten, die Drachenkörper. Und das zeigt karmischen Themen. Und Ketu ist die Vergangenheit. Und hier in diesem Lebensbereich, auch mit Löwenenergie, da kennst du dich aus. Weil in diesem Weg bist du schon gegangen. Zur Zeit bewegt sich hier Sonne, Mars und Venus nach indischen Berechnung und das bedeutet, das ist gerade die Liebesenergie und auch Monatsthema. Und es ist wichtig, zu deinen Werten stehen und Wertschätzung entgegenbringen, aber auch verlangen. Im dritten Lebensbereich ist die Schule des Lebens und hier haben wir Prüfungen. Zeigt aber auch die Vergangenheit, wie haben wir erlebt die Schulzeit. Und damit meine ich nicht die Noten, sondern das Verhalten. Könnten wir uns damals durchsetzen, behaupten, dann ist das eine gute Voraussetzung später im Leben, auch beruflich, auch privat, weil hier müssen wir gegen Konkurrenten, Rivalen uns behaupten. Aber in diesem dritten Lebensbereich gehört auch noch Informationen, ein Austausch von Informationen und auch Schulungen, Verbindung zu Verwandten, Bekannten, Nachbarn. In diesem dritten Lebensbereich hast du die Jungfrau-Energie. Natürlich ist Jungfrau klug, bescheiden und das hast auch in der Schule erlebt. Aber neigt dazu, kritisch zu sein. Oft nicht nur anderen gegenüber, sondern mit sich selbst gegenüber.
Und das wäre ein Fehler. Natürlich sollen wir das auch mal, unsere Fehler auch anschauen, aber nicht übertreiben, nicht zu kritisch zu sein. Hier hast du immer dein Geburtshoroskop Uranus und Pluto. Uranus zeigt deine Weisheit, die Zeit vorausdenkende, die Ideenreichtum. Und Pluto zeigt, konzentriere auf das Wesentliche. Uranus vermittelt aber noch etwas, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist. Und mit diesem Bewusstsein kannst du dich besser behaupten. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Hier ist die Basis, die Fundament, die Herkunft, die Traditionen und auch unserem Zuhause. Hier hast du vage Energie und du brauchst die inneren Gleichgewicht. Und auch kämpfst um deine Rechte. Vage vertritt auch die Gerechtigkeit. Also achte immer auf das innere Gleichgewicht und auch, dass du dich einsetzt um deine Rechte, um die Gerechtigkeit. Aber wenn das zu viel Ungerechtigkeiten sind, dann lass es einfach los und bleib im inneren Harmonie. Vage liebt das Schöne. Und so ist es auch dein Zuhause, sehr schön und gepflegt. Hier hast du in dein Geburtshoroskop Jupiter. Und Jupiter gibt dir Glück, eine optimistische Haltung, Chancen und Möglichkeiten in dein Leben. Und das erlebst du immer in Wohnsituation oder wenn du etwas gründest. Waage symbolisiert auch Partnerschaft. Fünfter Lebensbereich sind die Kinder, unsere eigenen Kinder, Enkelkinder, aber auch die Erinnerungen an unsere eigenen Kindheit, auch das innere Kind. Hier liegt die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft, in unserem Leben auch mal spielerisch betrachten wie eine Bühne und es so nach unserem Geschmack gestalten. Hier hast du Skorpion-Energie und Neptun in dein Geburtshoroskop. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit unseren Gefühlen was zu tun. Also deine Kindheitserinnerungen beeinflussen immer noch deinen Gefühlszustand. Die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren. Das sind wahre Schätze. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, brauchen wir nicht da aufhalten. Diese Bilder brauchen wir nicht pflegen, sondern verstehen, die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Es sind nur Gedanken, mehr ist es nicht, aber mit Gefühlen verbunden. Und das Loslassen, das ist Transformation, was die Skorpion-Energie auch zeigt. Neptun hier für dich ist eine Botschaft. Leb dein Traum. Mach das spielerisch. Und glaube daran. Und leb auch deine Kreativität. Zurzeit bewegt sich hier Jupiter, weil die Planeten bewegen sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und Jupiter aktiviert bei dir hier etwas und das sind deine Chancen, Möglichkeiten, deine Kreativität zum Leben und Jupiter vermehrt etwas. Das könnte auch Schwangerschaft bedeuten oder Geburt von Enkelkindern. Natürlich ist es auch möglich. Sechster Lebensbereich ist der Alltag
Arbeit und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du Schütze Energie. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement und das zeigt Begeisterung. Und die Schütze ist beweglich. Man kann mit vielen Dingen auch begeistern und dabei verliert leicht die Orientierung. Schütze neigt auch dazu, etwas zu übertreiben. Aber hier gibt es auch eine Lösung und das zeigt die Pfeil der Schütze, weil das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet dieses Zentrum unsere Wünsche. Und wenn hier ein Wunsch mit dieser Begeisterung zusammentrifft, dann hilft Jupiter dabei, dass auch zum Erfüllung geht. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Jupiter vertritt auch Glauben und Glaubensrichtungen und Jupiter ist der große Glücksplanet und herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Also hier ist wichtig die Orientierung. In deinem Geburtshoroskop befindet sich hier Sonne, das heißt, du bist im Schütze geboren, und Venus. Das ist deine Weiblichkeit und deine Kreativität. Das kann auch eine kreative Arbeit sein oder Selbstständigkeit. Venus hat damit auch was zu tun und bedeutet Liebe. Liebe im Arbeitsplatz oder im beruflichen Umfeld. Und das kann auch sein Beruf sein. Zurzeit bewegt sich hier ein rückläufiger Saturn. Saturn ist der Hüter der Karma und Saturn ist die Schicksalsplanet. Und hier hast du schicksalhafte Veränderungen. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass diese Veränderung noch gebremst ist, oder Vergangenheit und Erinnerungen, oft ist es karmische Vergangenheit, karmische Erinnerungen. Saturn ist bis 19. September dieses Jahres rückläufig. Dann dreht sich die Richtung und kommt alles in Bewegung. Pluto befindet sich auch hier zur Zeit und auch rückläufig. Pluto bedeutet loslassen, all das, was stört und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und diese Rückläufigkeit hat oft mit karmischen Themen. Ketu bewegt sich zurzeit auch im Schütze bis Ende 2020, also ziemlich lang. Und das bedeutet karmische Erinnerungen oder Begegnungen. Siebter Lebensbereich ist Liebe, Partnerschaft. Hier hast du die Steinbock-Energie. Der Tierkreiszeichen Steinbock wirkt in ersten Lebenshälfte eher einschränkend. Haben wir immer wieder mal Lernaufgabe dabei. In der zweiten Lebenshälfte unterstützt und stabilisiert etwas. Und das erlebst du in Liebe, Partnerschaft. In deinem Geburtshoroskop hast du hier Merkur. Das sind die Kontakte oder zeigt, dein Partner, dein Seelenpartner unterstützt dich beruflich und ihr habt gute Gespräche. Steinbock-Energie hier kann auch bedeuten, einen älteren Mann und er soll gebildet, intelligent sein. Achter Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Tod, Todesfall und Erbschaft auch was zu tun, aber ich würde das eher beschreiben, das ist die Energie, was das Leben erhalten bleibt. Und hier wirkt Pluto. Und es ist so wichtig, auf dem Wesentlichen konzentrieren, das befestigen. Und all das, was die Energie, Zeit,
Kraft raubt, davon verabschieden. Weil das sind die Belastungen. Und das ist hier die Wandlung und die Erneuerungsprozesse. Hier hast du in dein Geburtshoroskop Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement. Und das bedeutet, wenn du loslassen kannst, dann bekommst du Luft zum Atmen und kommst zum Leichtigkeit. Hier hast du in dein Geburtshoroskop Mars und Rahu. Mars bedeutet dein Kraft und so bleibst du in dein Kraft. Mars ist aber der Mann, dein Partner. Und du begegnest oder hast du mehr Glück in die Liebepartnerschaft, wenn das mit Leichtigkeit betrachtest, wenn du von dir überzeugt bist und verspürst die innere Kraft. Und hier in diesem Lebensbereich gehört auch Sexualität. Und so hast du die Verbindung zum Männlichen, was auch deine eigene Kraft auch bedeutet, aber auch dein Partner. Rahu bedeutet hier einen karmischen Weg, was du noch nicht kennst. Und deine Seele sucht das. Das ist die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf. Hier bewegt sich zurzeit Neptun. Neptun ist noch rückläufig. Diese Rückläufigkeit aktiviert Erinnerungen. Neptun zeigt die Träume zum Leben, dein Traummann zu finden und das Genießen. Und das ist auch wichtig, dass wir daran glauben. Diese Rückläufigkeit von Neptun aktiviert natürlich auch Vergangenheit und diese Erinnerungen, auch karmischen Themen, aber kann auch bedeuten, dass das noch nicht der richtige Zeitpunkt deine Träume zum Leben, erst dann, wenn Neptun wieder direkt läufig wird. Neunter Lebensbereich sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakte, bedeutet aber auch eine innere Reise. Das sind die Glaubensrichtungen oder Spiritualität. Hier hast du die Fischenenergie. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zum Wasserelement und das bedeutet, das beeinflusst deinen Gefühlen. Und in diesem Stammbild sind es zwei Fischen und sie schwimmen im Ozean, die Gefühlen. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel, das blockiert natürlich. Und die andere Richtung ist das Vertrauen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und das zeigt dir hier in diesem Bereich, wie wichtig das ist, weil dann kannst du deine Träume verwirklichen. Entweder im Ausland oder in eine spirituelle Richtung, wenn du das verinnerlichen kannst, dann unterstützt dich das in jedem Lebensbereich. Zehnter Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes und das ist das Höchste, was man erreichen kann. Zeigt auch die Berufung, bedeutet auch, wie wir unsere Ziele erreichen können und wie stehen wir in Öffentlichkeit. Hier hast du wieder Energie, natürlich wieder zeigt Kraft und Mut und Begeisterung. In dein Geburtshoroskop hast du hier einen rückläufigen Saturn, das bremst diese Schnelligkeit der Wieder. Und Saturn zeigt hier auch Lernaufgabe, geduldig zu sein, Ausdauer zu haben, das langsam aufbauen. Und diese Rückläufigkeit hat immer mit Vergangenheit was zu tun, oft mit Karma was zu tun. Besonders wenn das Saturn-Energie ist, immerhin ist Saturn der Hüter der Karma. Und hier hast du karmische Begegnungen, Erfahrungen im beruflichen Umfeld, in Öffentlichkeit. Hier bewegt sich zurzeit Uranus und bringt dir Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche
Verbindungen. Uranus ist zurzeit rückläufig. Das kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder hast du karmischen Begegnungen. 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Aber bedeutet auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie eine Partei oder ein Verein. Hier hast du Stierenergie und das bedeutet, das Genießen und gemütlich machen, schön gestalten und das, was du wünschst, in Besitz nehmen, weil das ist für dich wertvoll. Im 12. Lebensbereich ist die Rückzug, bedeutet aber die Geheimnisse, karmischen Themen. Hier hast du die Zwillingsenergie und zur Zeit bewegt sich hier Rahu, die aufsteigende Mondknoten, bis Ende 2020. Und das ist ein karmischer Weg und du machst gerade diese Erfahrungen. Das sind Geheimnisse oder die Zusammenhänge zum Erkennen, aber auch geheime Feinde auch erkennen oder ein Rückzug. Manchmal ist es auch gut, zurückhaltend zu sein und eher beobachten die Geschehen. Und jetzt zu diesem Legung. Deine jetzige, gegenwärtige Situation zeigt die Hohepriesterin. All das, was du jetzt vorhast, ist im Sternen geschrieben. Und du übst es auch an dir selbst glauben oder all das, was du vorhast, daran glauben. Natürlich auch an Gott glauben. Worüber sollst du Gedanken machen, das zeigt dir diese Herrscherin. Beherrsche deinen Gedanken, beherrsche deinen Gefühlen, beherrsche eine bestimmte Situation, beherrsche dein Tag, beherrsche dein Leben und zeig diesen Stolz nach außen. Deinen Gefühlen zeigt hier dieses Bild. Das ist Angst. Und es ist so wichtig, von diesem Angst verabschieden, mit diesem Schwert. So wie Erzengel Michael trennt unserem Ängste mit seinem Lichtschwert. Die tiefe Geheimnisse, deine Seele, ein tiefer Blick zu deiner Seele zeigt hier dieses Bild. Sehr schön, weil das zeigt deinen Gefühlen. Das ist wie eine Quelle und da sprudelt auch Wasser. Und das ist deine Intuition. Also lass dich inspirieren und vertraue auf dein Bauchgefühl, vertraue auf deine Intuition. Was hilft dir oder was hindert dich? Die Antwort geben hier die Kelchen. Die Kelchen symbolisieren die Wasserelement. Und Wasserelement hat mit unseren Gefühlen, Träumen, Sehnsüchten was zu tun. Und jeder Kelch darfst du füllen mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen. Aber wenn du wegschaust und aufhörst daran zum Glauben, dann stoßt an deinen eigenen Grenzen. Die Zahl 9 erzählt davon. Die Zahl 9 zeigt uns Grenzen. Wenn wir daran nicht glauben oder wenn wir Angst haben oder wenn wir daran zweifeln, dann werft uns das alles zurück. Aber wenn wir Stärke zeigen, daran glauben und davon überzeugt sind, dann ist diese Kraft da, das geht dann weiter und kommt die Zahl 10. Und die Zahl 10 schon Bewegung, das ist schon Neuanfang, das sind schon Schritte, beginnt eine neue Phase. Und hier wirklich die Ängste, Zweifel überwinden. Dein nächster Schritt zeigt hier diese Wagen und das kommt in Bewegung und du lenkst diese Wagen in die Richtung, wie du das vorstellst, was du möchtest. Der einzige Hindernis ist,
Das ist dieses schwarze Pferd und das symbolisiert die Angst, weil Angst blockiert und in dem Moment bleibt alles stehen. Dieser Wagen bewegt sich dann nicht mehr. Natürlich bedeutet auch eine Richtung. Welche Richtung möchtest du diese Wagen lenken? Du triffst gerade Entscheidungen. Sein Lernaufgabe und dein Lernaufgabe. Sein Lernaufgabe und es ist dein Lernaufgabe. Dein Lernaufgabe, diese Offenheit und Gefühlen zeigen. Aber nicht zu viel, nicht übertreiben, nur ein bisschen. Und auch annehmen, wenn jemand mit Gefühlen zu dir nähert. Seine Lernaufgabe ist Sehen. Hier ist die Auge gebunden. Er sieht nichts. Oder er will etwas nicht sehen. Genau das, was ihm wichtig wäre. Und weil er das nicht sehen will, dreht sich alles im selben Kreisen. Er kommt nicht raus. Und was passiert? Er hat Angst. Oder weil er Angst hat, deswegen möchte er sein Leben nicht verändern. Angst blockiert. Das zeigt hier diese graue Farbe. Und die Schwerten symbolisieren klare Entscheidungen. Und symbolisiert auch Angstbefreiung. Herzöffnung zeigt dieses Bild. Die Münzen symbolisieren die Finanzen und indirekt die beruflichen Situation und das, was ihn beschäftigt. Aber wo bleibt sein Herz? Da fehlt ihm etwas. Die Sicherheit, Stabilität würde die Zahl 4 geben. Hier haben wir aber nur 3. Es fehlt etwas. Was fehlt ihm? Die Liebe fehlt ihm. Oder die Intimität fehlt ihm. Und genau das, was er nicht sehen will. Und das wäre seine Lernaufgabe. Seine jetzige momentane Situation beschreibt dieses Bild, er fühlt sich niedergeschlagen und hat Ängste und das macht ihn unbeweglich. Worüber macht er Gedanken? Das sind seine Träume und Sehnsüchte. Lässt er das zu? Nein, er lässt es gar nicht zu, weil er ist immer im Rückzug. Und was möchte seine Seele dir sagen? Das zeigt hier dieses Bild. Natürlich auch die Gerechtigkeit, aber auch das innere Gleichgewicht und Harmonie. Und Waage symbolisiert nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch Partnerschaft. Und das entspricht seiner Sehnsüchte, mit dir eine Partnerschaft einzugehen. Aber genau das, was er verdrängt und nicht sehen will. Liebe Isanea, so könnte ich diese Legung erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.